Nein, der Pferd ist schon sehr besonders. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir testen jetzt den ersten gehypten TikTok-Döner in München. Ihr kennt es aus anderen Bundesländern, andere Städte. Die haben irgendwelche krassen Dönerläden, die auf TikTok gehypt sind. Und alle fahren da hin und checken die ab. München hatte bisher nichts. Ich habe einen Dönerladen gefunden. Die machen TikToks. Die haben mehrere Millionen Aufrufe. Mit allem aber viel Salat, habt ihr gehört, Leute. Ganz loslegen. So, schaut's, Leute. Das mal einwirken. Bis jetzt keine Soße. Hier kannst du was von meinem Soße sagen. Man muss aber auch sagen, wir hatten zwei verschiedene Dönermänner. Und was ich am Brot schon direkt sehe, noch nie gesehen bei einem Dönerbrot. Hier, Kürbiskerne. Ja. Interessant. Macht spannend. So wie ich bei Bengi letztens. Müsst ihr schon mal einen Döner putzen? Ist an der Seite ein bisschen zu tief eingeschnitten. Also wenn es nur bis hier gehen würde, dann würde weniger rauslaufen, das wäre ziemlich geil. Weil so hält gerade nur dieses kleine Stück den Döner zusammen. Ansonsten würde, wie nennt man das, der Staudamm da. Das ist der Schwachpunkt, das ist die Achillessehne von dem Döner gerade. Was willst du sagen? Willst du sie zerstören? Der noch kritischere. Also ich muss sagen, ich bin zu viel Salat. Aber ich meine schon, weil ich gesagt habe mit allem. Nur Tomate zu hätte auf jeden Fall der besser gekommen. Döner weiter am Tropfen. Ich bin auf deine Warte gespannt. Jetzt müssen wir leider unten rum. Oha! Habt ihr das gehört, Leute? Er will sich so abzustellen, er sagt sie mal vorhin. Im letzten Video haben wir was anderes getestet. Das war hier jetzt spontan. Und das war leider so wenig. Ich konnte gar nicht klar denken. Ich war so hungrig noch. Ich habe mir gedacht, dass mit dem kommt immer so. Also Pluspunkt. Die sind sehr nett. Freundliche Dönermänner, die viel reden, die herzlich sind. Er kennt mich noch aus Yu-Gi-Oh! Zeiten, FT. Bonuspunkt, ja? Ich kann mein Review jetzt nicht droppen, geht nicht mehr. Die wollen wir auf TikTok, Instagram folgen. Und jetzt kommt er und will die zerstören. Natürlich immer knallharte Bewertung, immer ehrlich. Ich kann ja nie wieder hergehen, ich habe mich nie wieder blicken lassen hier. Ja, würdest du nochmal herkommen? Nee. Eh nicht, also, ja. Dann kann es dir egal sein. Ja, aber dann denken wir sich an. Wieso? Wenn du sachlich bleibst, wenn du deine Meinung abgibst, du beleidigst sie ja nicht oder so. Also ich finde, mit Kritik sollte man schon umgehen können, also solange man jetzt nicht sagt, boah, was waren das für Punkt, Punkt, Punkt oder so, sondern wenn man sagt, hey, das und das hat nicht getaugt, das und das kann man verbessern, dann sollte nie was Schlimmes dran sein. Jetzt kannst du es rauslassen. Kann ich eigentlich vor dieser Kirche Fitner machen, das ist eigentlich nicht...
Ist auch kein Fitter. So. Nein. Ja, der war halt einfach schlecht, Mann. Was soll ich sagen? Der war einfach eine. Der war. Von, der schaut gut aus, okay? Du kriegst den. Ich hätte gedacht, so vielleicht eine 7 von 10. Aber da war alles verkehrt, Mann. Da war. So, die Soße kam ganz am Ende erst, okay? Ich habe eigentlich mit beiden Soßen gesagt. Rot habe ich gar nicht geschmeckt. Nur ganz am Ende habe ich die weiße Soße ein bisschen geschmeckt, okay? Das ist schon mal ein Minuspunkt. Weil die, und dann. Okay, warte. Ja. Also, ich hatte sehr viel Soße. Vielleicht hätten wir die Döner tauschen sollen. Vielleicht. Oder die Döner-Männer tauschen sollen. Weil ihr habt es gesehen, die ganze Zeit ist Soße runtergelaufen. Sogar oben drauf am Brot war zu viel Soße. Und ihr wisst, ich mag eigentlich ein bisschen weniger dezenter Soße. Und er ist der Mann, der viel Soße mag. Ja, nicht zwingend, aber schon. Wenn, vor allem, aber selbst dann am Ende, als ich die Soße geschmeckt habe, ganz am Ende, da war die Soße, die hat nach nichts geschmeckt. Die sollte angeblich so eine Kräutersoße sein, aber kein Geschmack, absolut gar nichts. Die rote habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie überhaupt existiert. Nee, und sonst hat, ich auch gar nicht ja, und der Döner selber hat nach nichts geschmeckt einfach, nach nichts. Das Fleisch hat nach nichts geschmeckt. Und es war zu kross, es war viel zu lange da dran gehangen. Es war überhaupt nicht saftig, fand ich. Es war halt zu kross, es war eigentlich nur kross und sonst gar nichts. Und hatte keinen Geschmack. Heißt, ich habe den ganzen Döner gegessen, hatte keinen Geschmack, keine Soße. Keine Soße. Dann ganz schlimm, am Ende der Königsbissen oder wie man immer sagt, ganz am Ende. Ja, Kuss geht raus an Holle. Normalerweise hast du unten am Ende immer noch dieses geile Fleisch da noch drin mit dem Ding. Da war nichts mehr, nur noch Brot übrig. Der ganze Saft du hast sogar noch dein Zeug stehen lassen am Ende, weil es schlecht war am Ende. Nein. Und du hast am Ende nur Brot, okay, aber du hast nur Brot bei mir ja, gehabt. Genau. Nur Brot und kein Fleisch. Genau. Und noch, also das war auch nochmal absolut Katastrophe. Und dann noch dazu kommt, dass das Brot scheiße war. Ich fand das absolut, das war viel zu, es war nicht knusprig genug oben und dann hattest du unten drunter, war das so so chewy, weißt du, was ich meine? Du ich hast weiß, wirklich, was du meinst, ist wie wenn du so eine Semmel anschneidest und ist so leicht, ist noch nicht ganz fertig gebacken und ist noch so leicht feucht innen drin. Und genau, du hast bei jedem Bissen, hast du dieses Zeug rausgeschmeckt, das soll überhaupt nicht sein. Es hat nochmal Geschmack genommen von dem, der überhaupt nicht da war. Also geschmacklich absolut Vollkatastrophe, Mann. Und am Ende scheiße und Soße kacke und der maximal 2,5, Mann. Digga, ich bin sprachlos. Also erstmal muss man sagen, ich hatte Lamm, er hatte Chicken. Mein Lamm war jetzt nicht so cross, so knusprig. Es ging noch. Geschmack war fleischtechnisch jetzt nicht so stark, ja. Königsbissen war tot. Da war nur noch Brot und Brot ja, und Soße war halt Brot war so kauig. Unnötige Carbs. Ohne Fleisch war da drin, deswegen habe ich das nicht aufgegessen. Ansonsten, ja. Wie gesagt, für mich war zu viel Salat drin, aber das war meine eigene Schuld. Dann wäre vielleicht auch das Fleisch besser und die Soßen rübergekommen. Nee, aber nicht. Weil, ja, da war zu viel Kraut. Die Ratio hat nicht gepasst bei mir, finde ich. Zu tief angeschnitten, also nur noch dieses eine Stück, was nicht durch war. Und an der Seite ist die ganze Zeit was ausgelaufen. Ey, ja. Ich würde den 4 von 10 geben. Plus ein Punkt Sympathie. Ja, sympathisch waren sie, muss man ehrlich sagen. Sie waren super nett, aber das hilft ja nichts. Dafür kann ich mir auch nichts kaufen. Ja, schön, dass sie TikTok für sich machen und da das Geschäft ein bisschen ankurbeln, aber so wie bei eigentlich jedem TikTok-Hype-Döner, wo ich bisher war, unterdurchschnittlich. Das war so ein Biss. Grenzwertig katastrophal. Ich sag dir ohne Witz, selten einen Döner, wo jeder Bissen schlechter wurde. Oh mein Gott! Jeder Bissen wurde schlechter und am Ende war ich komplett zerstört. Ich hab mir die ganze Zeit nur gedacht, ich will wieder zurück zu 10 von 10 Rollo. Nächste Woche testen wir den, Leute. Also ich muss mir noch anhören, wie er weiter ragt, Leute. Aber mir ist gerade auch der Preis angefallen. Also deiner hat 7 gekostet, meine 8. Ja. Was jetzt eigentlich auch schon gehoben ist. Gehobener mehr ist. Ah, Quali dafür bodenlos. Das hat er gesagt, das habe ich nicht gesagt. Aber ja, weil 7 und 8 Euro, 8 Euro ist ja preisgleich mit Hans Kebab. Ja. Und jeder hat sich beschwert, boah, Hans Kebab, so ein teurer Döner und so. Auch gleich mit Türkisch und so. Und die sind auch teurer. Ja, die sind auch teurer geworden, ja. Der erste Hype-TikTok-Döner in München. Ja, den Hype brauchen sie, weil mit Geschmack können die nicht überzeugen. Der noch kritischere Boss hat seinem Namen alle Ärger gemacht. Also ich fand es auch unterdurchschnittlich, aber ich war an dem Tag sehr hungrig, also ich war froh, überhaupt was in den Magen zu bekommen. Aber ja, das war's von mir und dem noch kritischen Boss. Ich hoffe, euch hat sein Rage gefallen. Ihr wisst bestimmt, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, könnt ihr für den Crow, Crypto Cash, generell jeden Tag, Tracks, Business und ciao.